Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Famous Simulator. Wir machen weiter mit der nächsten Route, und zwar von Salzburg geht's durch Bayern und Baden-Württemberg bis nach Regensburg. Und zwar bei München, Augsburg, Stuttgart, Karlsruhe, Kaiserslautern, Mannheim, Heidelberg, Sinsheim, Heidelbronn bis hoch über Nürnberg bis nach Regensburg. Ja. Nein, auf geht's in Neues. Wir fahren natürlich realistisch und wir gucken mal, ob es diesmal klappt. Nein, warum sollte es auch funktionieren? Leider kann ich euch nicht die schönen tollen Lackierungen zeigen, die ich euch so gerne mal zeigen würde. Weil, so wie das jetzt hier im Game aussieht, in der Vorschau aussieht, sieht es dann leider auch. Ja. So sieht es dann auch auf dem Bus aus. Es ist schade, ich hätte wie gesagt gerne diese neuen Lackierungen gezeigt. Es tut mir extrem weh. Aber es ist halt leider so. So, gucken wir mal, was jetzt wegen dem Datum. Datum, heute ist der 10. Und wir haben früh. Halt. Um 7. Ich möchte nämlich mal früh fahren. So. Na dann. Ist ja neu da. Haben wir ein Spiel. Ja, geht's los. Also wir starten in Salzburg und geht's für uns nach Regensburg. Die Strecke an sich ist nicht weit, aber mit den ganzen Mitnahmen. Wir werden heute versuchen, Süddeutschland abzuschließen. Dann fehlt nur noch Würzburg. Und das machen wir dann quasi, wenn wir dann irgendwann in den Regen, also wahrscheinlich von Nürnberg aus, fangen wir dann mit dem Mitteldeutschland an. Also wir werden jetzt ein bisschen durch Deutschland arbeiten und dann geht's irgendwann nach Frankreich rüber. Aber jetzt erstmal Mitteldeutschland. So, da sind wir wieder mit unserem Neoplan Skyliner. So, fahren wir mal an. Machen wir das ganze Ding mal auf. Also wir sollten erstmal den Motor anmachen natürlich. Ach, das macht am meisten Sinn, ne? So, warte mal. Erstmal alles an. Küche an, WLAN an, Klöchen an. Die Fahrgastmonitore machen wir an. Natürlich auch die Dings an. Nee, Ansage brauche ich jetzt nicht. Machen wir das Licht an. Sollen früh um 7 sollen wir dann an der Haltestelle stehen. So, Türchen zu. Und auf geht's mit unserem Neoplan Skyliner zur Haltestelle hier. In Salzburg, in Österreich. Dauert einen kleinen Moment. Ja, passt perfekt. Natürlich noch offen. So, gucken wir, dass wir hier. Ah, super. Haben wir hier so einen LKW von rechts. Den nennt sich mich mal davor. Und wir können direkt rausziehen. Perfekt. Oh, ist das eine Hitze hier drin. Auch schon morgens um 7. Mal das Fenster aufmachen, je. Yeah. Jetzt einen kleinen Moment, ich muss zwischendurch mal Dinge machen. Klimaanlage 21,5 Grad ist die Standardtemperatur, da meckern sie nämlich nicht. Und wir fahren jetzt mit unserem Neoplan Skyliner zur Haltestelle und die ersten Leute ab und machen es dann auf dem Weg von Salzburg aus nach München. Und da freue ich mich auch schon drauf, wie gesagt. Ich bin gespannt, wie detailliert das vor allen Dingen ist. Weil eigentlich ist die Allianz Arena direkt am Start, an der Autobahn. Ich merke, dass wenn mal Fußballspieler dort sind und die Kamera rausschwenken, seht ihr unten die Autobahn. Ich war schon dort, ja. Erzähle ich euch gleich. Erzähle ich euch gleich. Damit wir was zu schnacken haben, wenn wir unterwegs sind, ne? So. Einmal alles rein mit euren Koffern. Und wir patrouillieren uns alle. Ja, wie sollten mal so Leute kommen? Der will nach Karlsruhe? Doch, Karlsruhe ist richtig, oder? Doch, kann ich sagen. Der Vitos. Ja. Vielen Dank. Da ist er doch. Mahlzeit. Bin wo möchtest du? Ja, du fährst. Oh, du fährst sogar das Endhaltestelle. Du fährst sogar das Endhaltestelle, der Herr Ibrahim Seitz. Jawohl. Moin. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Der Nick, der nach Heidelberg will. Der Nick, der nach Heidelberg will, da ist er doch, die 5.
Mahlzeit, mein Ticket. Du möchtest nach Heilbronn, der Johnny. Johnny Weiss. Warte mal. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Wo möchtest du das Fahrzeug gesagt? Nach Heilbronn. Doch, müsste eigentlich richtig sein. Heilbronn? Und ich sehe ihn gerade noch nicht. Da ist er doch, der Johnny, auch auf der 5. Natürlich hört er hier. Du kannst sagen, alles, was in Süddeutschland ist. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Ja, dich brauche ich gar nicht zu kontrollieren. Hier ist mein Karlsruhe. Danke sehr. Alles, was jetzt aus Süddeutschland kriegen, nehmen wir mit. Stuttgart. Ich dachte, Stuttgart ist drin. Tyler Knauer. Da ist er noch. Wie gesagt, alles, was noch reingeht aus Süddeutschland, ist mit drin. Kaiserslautern ist mit drin. Augsburg ist mit drin. Karlsruhe ist natürlich auch mit drin. Brüssel ist ja weniger nicht mit drin. Da müsste es auf einen anderen. Kaiserslautern ist mit drin. Stuttgart ist mit drin. Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nürnberg ist mit drin. Und Karlsruhe ist irgendwas mit drin. Damit müssen wir uns das alle haben. Oder? Versteckt sich noch irgendwas, was ich jetzt wissen muss? Nee, ne? Wenn ich nicht. Dann habe ich also alle Fahrgäste haben an Bord. Und wir uns jetzt auf den Weg machen. Auf die erste Etappe Richtung München. So. Hallo und während ihr euch mit der Dings so gut bedudelt wird, werdet, machen wir jetzt unseren Weg auf Richtung München. München ZDB, 2 Stunden Fahrt ungefähr, das sind, keine Ahnung, wie viele Kilometer. So, und im Jahr verlegst du natürlich noch einen Gang ein. Und wir machen los. Wir haben unsere erste Etappe, 166 Kilometer nach München. Findet ihr unsere Kontakte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil nutzt, holt euch einfach unsere App. Und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Na geil. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Stellverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Alles verschüttet zu eurer Danke. Fahrt. Yep. Bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination. Oh, halt mal die Fresse jetzt, warte mal. Before we set off, we would like to share some information. Ja, ja, du hast. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Halt mal die Kappe. Gut. Ich muss jetzt nicht mal weniger schaden. Das ist mir nach, dass ich zwischendurch mal was habe. Also, ich wollte euch erzählen. Ich war vor. Wann war denn das? Jetzt nachgucken. 2016, 2015, 2014, irgendwie so ein Dreh rum. Im Dezember mit Boss in München zum Auswärtsspiel. Wer mich nicht kennt, mein liebes Fußballverein ist jetzt die Schalke 04. Ja, ich weiß, wir sind gerade abgestiegen und alles drum und dran. Finde ich toll. Genau, da waren wir zum Auswärtsspiel. Das war nämlich das Jahr, wo die Bayern zum Rückrundenauftakt 4-1 in Wolfsburg verloren haben. Da kommen wir zu den Bayern. Und spielt unentschieden. Übrigens die einzige Mannschaft tatsächlich, die die Bayern in dieser Saison nicht schlagen konnte. Beispiel nämlich gegen unentschieden aus. Ja, das Stadion, so beeindruckend das von außen sein mag, ist es auch. Drin ist es rein, Betonklotz. Es ist nicht wirklich schön. Und viele sagen, ja, die Bayern, die haben keine Stimmung und alles drum und dran. Und ich muss zugeben, ja, vielleicht haben sie eine Stimmung, es kommt wirklich rüber. Das Ding ist einfach viel zu groß und ja, also weiß ich nicht. Also wie gesagt, für mich hat es persönlich hat's nicht jetzt gefallen, ich muss ich jetzt zugeben. Ich meine, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, ist ja mal ein bisschen Geschmackssache die ganze Nummer hier. Aber wie gesagt, eher nicht.
Naja, schauen wir mal, was in München geht. Wie weit es detailliert ist, wie gesagt, in Basel hat man nämlich das Problem, da war es nämlich so. Da war eigentlich, ist ja eigentlich auch das Stadion neben der Autobahn ziemlich direkt. Das ist so quasi, wenn du über die Grenze rüber machst. Und da ist dann quasi das Stadion neben der Autobahn, aber das ist da nicht der Fall gewesen. Also nicht zu 100% detailliert. So, jetzt muss ich natürlich warten, jetzt muss ich hier auch. Ich rutsch mal hier vorbei, gerade an der mit dem LKW. Guck, da steht der Kollege. Ich hoffe, dass das kein Blender ist, weil Blender ist scheiße. Ein Blender ist immer kacke. Und vor allem der LKW da vorne, der bleibt fast stehen. Das war jetzt ein bisschen Glück dabei, weil in dem Moment, wo ich den Weg rüber gemacht habe, musste mich rausgezogen. Ist der Kollege da rausgezogen, der war klar. Und wir machen jetzt, wie gesagt, 120 Kilometer, also die 2 Stunden werden wir nicht brauchen. Wir werden, wann habe ich die offizielle Pause eigentlich? Um 11. Zwischen Augsburg und Stuttgart offiziell, aber wir werden sie früher haben. 11 hat er gesagt. Es werden wir sind gerade mal 20 Minuten unterwegs, wir haben schon die ersten 40 Kilometer runter. Wir fahren hier schön entspannt. Nach München, der Tank ist voll und die Polizei hat auch Langeweile. Wir werden jetzt unsere erste Polizeikontrolle haben. Diesmal müssen wir. Einmal konnte ich sie ignorieren, jetzt müssen wir so. Also wie gesagt, mir wurde sie nicht angezeigt. Aber eigentlich sollte sie nichts mehr anschauen haben, weil eigentlich haben wir nichts getan. Wir sind gerade losgefahren, warum sollten wir jetzt irgendwie... So, jetzt fahren wir ein bisschen vorsichtig hier ran. Und dann gucken wir mal, was wir zu meckern haben. Oder halt nicht. Wie gesagt, eigentlich dürfen sie mehr als... dürfen nichts zu meckern haben. Und so ist es auch. Na dann, hab Glück und wir fahren weiter. Noch etwas über 100 Kilometer bis nach München. Über der Grenze. Ich glaube, über der Grenze dürfte jetzt sein. Weil das würde mich auch der Polizei erklären. Gerade weil wir jetzt aus Österreich und Tschechien gekommen sind. Dass der uns natürlich jetzt mitnimmt. Also wir sind ja seit der Runde in Richtung Schweiz, wo wir ja mit weil Saarbrücken in Freiburg mitgenommen haben, sind wir ja eigentlich nicht mehr in Deutschland gewesen. Wir sind ja durch Österreich komplett durch und die Schweiz komplett abgeschlossen. Fast komplett. Die Schweiz haben wir noch nicht komplett abgeschlossen. Fährt uns auf Bern und Genf. Die machen wir auch noch. Das dauert aber alles noch ein bisschen. Ne? Wir machen straight weiter mit unserem Weg nach München, geht es geradeaus weiter. ...93 Kilometer noch jetzt. So, ich zieh mal rüber, damit ich an dem LKW oder an den LKWs vorbeikomme. Die Frage ist, wie detailliert ist die ganze Chose? Ne, weil ich weiß, dass zwischen... Weiß Würzburg? Hört sich da Würzburg, glaube ich. Ist der Senkämmer im Blitzer drin? Das weiß ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Örtchen heißt. Ich bin da schon 2-3 Mal durchgefahren, auch verwegt, also nicht. Also ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der wohnt zwischen Ingolstadt und Augsburg. So quasi in der Mitte drin. Und der hat auch gesagt, da bin ich dann auch da die Strecke hier runtergefahren. So, jetzt muss mal kurz ein bisschen warten, dann müssen wir dran ziehen. Gut und Öl. Ja, gut und Öl, ja, gut, okay. Übrigens,
es gab, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge gab es ja diese LKW, die weiß-blauen LKWs mit der Firma Fuchsa. Ich weiß tatsächlich jetzt, welche Firma das offiziell ist. Natürlich sage ich es jetzt nicht. Und wie schnell der den eigentlich draufgeklebt hat. So, München, offizielle Ankunftszeit 9.02 Uhr. Wir haben noch 65 Kilometer bis nach München. Ja, du brauchst da hinten nicht angeflogen zu kommen, ich muss jetzt mal im LKW vorbei. Wir müssen jetzt mal im Laster vorbei. Wie gesagt, tanken brauchen wir weiter nicht. Ich könnte sogar versuchen, dass wir die heute Route ohne Tank durchkriegen. Insgesamt haben wir, glaube ich, fast von 860, 840 Kilometer, wieder 850, Dreh rum. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin an einige Stellen gespannt. Aber ich weiß, dass auch in, wenn man Richtung Sinsheim fährt, ist ein großes Technikmuseum. Also so ein Flugzeugtechnikmuseum, wie auch immer. Hast du das auch mit drinnen? Solche Dinge halt. Ich hoffe, wie gesagt, dass einige detaillierte Dinge im Wiederzeugen sind auf der Strecke. Ich bin die Strecke schon ein paar Mal gefahren. Apropos, schon ein paar Mal gefahren. Fahren können wir jetzt gar nicht. Jetzt fahren wir nämlich ein bisschen runter vom Gas. Oh, Alter! Ja, du, kommst du? Ja, schon wieder, ich weiß das. Komm, wir kriegen mal so hin. Wir hin, da kommen wir vorbei. Macht natürlich total Sinn, in der Baustelle LKWs zu holen. Aber die mir so freiwillig Platz machen, dann... Nein, sind wir nicht. Ich hab mich aber gerade erschrocken. Upsi. Ja gut, ich knall hier mit 100 durch die Baustelle durch. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Weil ich's kann. Lädle. Passt zum Süden. Ja gut, im Blitzer. In der Baustelle, jo. Oh, das ärgert mich, da muss ein Patch kommen. Mit der Lackierung. Ich würde euch so gerne mal eine andere Lackierung zeigen auf meinem Bus. Ich kann leider nur mit der Standard-Original-Lackierung fahren. Ich kann noch nicht mal eine Dingslackierung reinhauen. Eine macht das Handy aus. Ich glaube, ich kann auch nicht mal eine selbstverstellte Lackierung reinhauen, weil das mir so wieder aus dem Bestand aussehen würde. Oh, ist die raus, ne? Ah ja, geh mal hin. Einmal kurz das, was man am liebsten macht, dass mal die Leute so wollen. Jetzt mal kurz wieder ausholen. So, jetzt hoffe ich, dass hier keiner... Der Transporter fährt natürlich direkt vor meiner Nase. Und bleibt dann wahrscheinlich direkt, stehen. Ist jetzt rechts ab. Macht 20 Kilometer bis München. Also hat der Leitung ja eh in die Innenstadt. Ne? Das müssen wir nämlich gucken, wenn wir gleich mal an der Autobahn. Ich gucken, wenn wir von der Autobahn vorbeifahren, wenn wir geradeaus weiterfahren. Das könnte nämlich sein. Wo sind wir denn? In München. Ja, diesmal sehe ich den Blitzer. Diesmal habe ich den Blitzer gesehen. Ich sehe garantiert heute noch mindestens. Ich übersehe mindestens wahrscheinlich heute noch einen. Komm, wir machen uns mal richtig Asi, wir überholen einfach mal die Polizei der rote Ampel. Die juckt das auch nicht mal. Die scheißt auch gerade einfach komplett drauf. Ja, komm, egal. Moin sehen! Ich fahre Flixbus, ich muss hier durch. Ach du Scheiße. Hinten bleibt es an der Brücke hängen. Naja, solange nichts an der Brücke dran steht, sind die Dinger 4 Meter, sollten zumindest. Ja, komm, fahr. Guck mal, geradeaus dürfen wir gar nicht.
Ja, wie ich gehört habe von jemandem, soll Ende des Jahres ein neues Land dazukommen. Das soll jetzt demnächst auf PC kommen und wird dann wahrscheinlich irgendwann am Ende des Jahres auf Konsole kommen. Und zwar soll es dann nach Dänemark gehen. Da bin ich auch schon gespannt. Das werden wir natürlich dann auf jeden Fall auch im Let's Play machen. Aber wie gesagt, bis dahin hoffe ich, dass wir dann zumindest mit dem Hauptspiel durch sind. Jetzt muss ich gerade gucken, muss ich orientieren. Dass das sicher alles so verwirrend ist jetzt. Und nein, ich habe keine Ahnung von dem Ding, von der Beutel hier. So, jetzt fahren wir den natürlich hier einmal rum. Und sammeln uns die ersten Leute in München ein. Ja, und da haben wir schon das erste. Guck mal, steht fast keiner. München! So. Moin, moin. Moin, Säge. Aha. Hilfe, Hilfe, ich renne hier mal gegen. Grüezi, bin ich hier richtig? Heidelberg, natürlich. Dankeschön. Mahlzeit, bitte sehr. Augsburg. Guck, sind die Geschwister hier oder was? Die Lynn? Danke sehr. Grüezi, bin ich hier? Und Monim. Die Helen. Ja. Danke sehr. Na, Money willst du? Ich benötige noch ein Ticket. Och, ja, aber in Luzern fahre ich nicht. Da kannst du mich mal. So. Dann einmal die Klappe zu. Und wir können weiter. Unsere Fahrt fortsetzt auf dem zweiten Teilchen. Wo geht's jetzt überhaupt hin? Hey, Monim? Monim, oder? Das könnte schon Monim sein jetzt. Nächstes. So, gucken wir mal gerade. Fahrt starten, damit wir weitermachen können. Ne, Augsburg. Augsburg, Stuttgart, Karlsruhe, Kassel. Und dann erst irgendwann Monim. Um 18 Uhr, sagt er dann. Also, ab rüber nach Augsburg. Ne? So, weiter geht's nach Augsburg. Also wenn ich jetzt irgendwas mit sage, wie ich jetzt gerade mit dem Weiter geht's nach Augsburg, dann ist es für mich quasi eine neue Aufnahme. Für euch läuft natürlich die Folge durch, bis wir dann irgendwann mal in Regensburg ankommen. Moment. Ja, Anrufe. So, sorry, war dienstlich. Also, jetzt Real Life dienstlich. Weil ich, wie gesagt, ich bin Busfahrer nebenbei und mein gerade Kollege anruft, wegen irgendwas, wegen Thema Dienstplan, ist das halt so. Also ich fahre nicht nur in virtuell Bus, ich fahre sogar in Real Life Bus. Ja, also, wie gesagt, wir sind schon in München. Wurden wir gerade geblitzt? Nein, das war eine Spiegelung. Was interessiert mich mit Blitzer? Im Gegensatz zum Bus-Simulator. Das war, glaube ich, eben der Blitzer, aber ich meinte, Achtung, ja, ich sehe den Blitzer. Ich glaube, es war der gleiche. Den habe ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber es ist, wie gesagt, ist aber wieder auch wurscht. Wir brauchen keine Level mehr aufsteigen. Und ich hier drin, mir ist es sehr wurscht, gerade ziemlich egal. Wir wollen Hauptsache, wir kommen immer nach Dings an. Nach Augsburg an. Ja, so ist das manchmal. Herzlich willkommen bei Flixbus. Oh. Alles verschüttet, danke. Ja, ja, ist schon okay. Ich habe die Kurve ein bisschen länger gefahren. Ich hätte den Jeep jetzt gar nicht gesehen. Verkehrsregel, scheiß auf Verkehrsregel, braucht man nicht. Die braucht man nicht. So, fahren wir mal ganz straight. So, dann. Ich sag mal, ist das da voll die Allianz Arena? Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Nee, sah jetzt tatsächlich auf den Blick erstmal so aus. Weil eigentlich müsste das Stadion, wir sind ja jetzt aus München raus, irgendwo hier auf der rechten Seite stehen.
Und zwar ziemlich straight an der Autobahn. Wer rechts oder links an der Autobahn? Ich weiß aber nicht, ob das die nach Augsburg ist. Ich sehe es jetzt aber auch nicht auf den ersten Blick, muss ich zugeben. Nee, ist nicht drin, soweit ich das sehe. Also sie hätten es können. Ich meine, wenn sie das Original nicht drin haben, das können sie eh nicht, weil Namensrecht und sowas. Sie können es aber wenigstens andeuten. Wie auch, wie gesagt, jetzt sagt Jakobspark in Basel. Wir hätten sie ruhig mal andeuten können. Also ich finde es gerade. Ich finde es gerade ein bisschen trostlos. Ich hätte schon gedacht, dass wir so was ist. Aber ist nicht so. Die ist nicht so. Schade. Irgendwie, wie gesagt, bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. So, jetzt bin ich dann mal gespannt, wenn wir dann irgendwann Richtung Sinsheim und so kommen, wenn wir dann... Also, kommen wir denn offiziell an in die Richtung? Mal gucken, nehmen wir so mit dem Ball. 20, 21 Uhr zwischen Heidelberg und Sinsheim. Och, Leute. Hilfe. Ich sag dir ja, es kann durchaus mal zwischendurch anrufen reinkommen, weil es weiß, die ist wieder dienstlich gewesen. Also ich krieg gerade zwischendurch noch dienstliche Anrufe rein. Ich gerade sage, ich kann mal nicht mal nur Bus fahren, wie du hast doch Feierabend. So, ich fahre Fernbus-Simulator hier, wie ist das scheißegal gerade. Nein, ich muss gerade zugeben, wie gesagt, ich weiß, ja, ich bin Busfahrer und alles drum und dran, aber ich finde diese Spiele gerade, auch den Bus-Simulator 21, durchaus entspannt. Ich habe Bock auf das Spiel und Bock auf das Let's Play und ja, seht mir gerade ein bisschen nach, dass ich zwischendurch mal auch mal ans Handy muss. Aber davor, ich läuft das Let's Play ja weiter, klar, wir haben diese kleinen Pausen hier mit drin. Also wenn hier irgendwo mal eine kleine Pause drin ist, dann wisst ihr, was Sache ist. Ja, schweißen wieder wahrscheinlich den nächsten Tag in die Dienstplanung um. So. Na gut. Ja, es geht weiter. Wir haben nur 30 Kilometer in Augsburg. Schön. Oh, Hilfe. So. Ja gut, es geht ja relativ schnell. So, Augsburg rechts ab. Dann habe ich gesagt, gibt es Pause um 11? Ja, um 11. Offiziell eigentlich nach Augsburg, aber das, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, dass ich sonst wieder kriege. Wir haben jetzt 9, wir sind 2 Stunden zu früh. Das auf der Strecke. Aber wie gesagt, ich warte nicht in-game die Zeit ab, bis wir dann pünktlich sind. Wir fahren einfach straight. Straight durch nach Augsburg. So, jetzt muss ich ein bisschen runtergehen vom Gas, weil die Kurve hier schön zu war. Und ich eigentlich keine Lust habe, schon wieder den Bus hinterher zu rennen. Wenn ich noch auf die Seite lege. Mit 2, 3 Folgen habe ich das schon zu Genüge gemacht. Und ja, ich habe Husten. Ich muss mich nur ein bisschen orientieren jetzt gerade. Jetzt geradeaus weiter. Lass mich raten, wir haben im Ortseingang ausgedeckt wieder ein Blitzer. Keine Ahnung. Oh. So, sag mal, das Ding draußen, ne? Das ist doch eine Verfolgungsjagd. Ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Und schon sind wir am Busbahnhof Augsburg. Oh, warte mal. Upsi. Wie kann das sein? Wir sind falsch. Fahren wir mal der
Wir sollten der Linie hinterherfahren, der richtigen Linie. Und zwar der... der orangen Linie. Und nicht der gelben. So. Und damit haben wir Augsburg freigeschaltet, liebe Leute. Man könnte die Tür, man sollte die Tür mal aufmachen, war ja. Moin den! Euer Busfahrer ist da! Mahlzeit, bin ich hier richtig? Morning! Na morning, der Sven! Ja mai! Danke! Servus! Sie wollen bestimmt... Oh, nochmal der Morning! Der Jake! Jake Apple! Cool. Grüezi, bin ich hier richtig? Nein! Grüezi, bin ich hier richtig? Ja. Danke. Mahlzeit, bitte sehr. Danke sehr. Hallo. Nach Regensburg kannst du laufen. Grüezi, bin ich hier richtig? Vielen Dank. Ich nehme jetzt gerade einfach so an. Ich gucke auf die Orte nur. Boah, Alter, komm ich doch nicht so an. Hallo? Ist das gültig? Nein. Grüezi, ist das gültig? Danke sehr. Grüezi, ist das richtig so? Schreit er wieder so. Grüezi, hier, mein Ticket. Oh, Alter, ey, habt ihr euch alle verrannt, verlaufen oder? Haben wir doch überhaupt irgendwas hier? Grüezi, bin ich hier richtig? Noch Sinsheim, natürlich. Ciao, ich hoffe, auf geht's. Wir kommen schon nach Regensburg. So, jetzt haben wir alle hin, das ist doch, ne? Hallo, hier, mein Ticket. Ey, wo kannst du sagen, wie du jetzt auch noch gekommen bist? Mit dem Grüezi! So. Mach dich nicht unbeliebt, mach das scheiß Handy aus. So, warte mal. Auf geht's. Oh, ja, doch, mach ich sie schon. Oh, ich guck mal, ich stehe aus. Und wir machen jetzt weiter von Augsburg aus. Die 160 Kilometer nach Stuttgart. Hm. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen, also ich werde eine neue Folge anfangen, aber vorher geht es ein neues Video anfangen und vor euch geht es ja sowieso weiter. So, weiter geht's. Stuttgart! Es geht nach Stuttgart. Ich fahre am Ende. Sonntagsfahrer. Nein, es ist Samstag. Darf ein Sonntagsfahrer eigentlich auf Samstag fahren? Frage für einen Freund. Guck mal, es wird sogar schon für uns grün. Kenne ich was gar nicht mehr. Jojo. Bleifuß. Ja und? Du, weil du es nicht kannst. Moin, Taxi. Ich wundere, dass keine Fragen kommen wie wir hier in der Formel 1. Oh. Und nein, ich fahre in Real Life nicht so wie jetzt im Spiel. Im Spiel ist es mir scheißegal, da ist es witzig. In Real Life ist es gefährlich. So. Warum 120? Wir hatten das lange 100? 80? Warum? Ach, was, Baustelle wird durchgeschossen. ...95, mir ist das scheißegal. Das ist doch keine Verfolgung.
Verfolgungsjagd. Ich werde doch nicht verfolgt, ich gebe ja trotzdem Gas. Hallo! Mach mal Platz da vorne! Alles verschüttet! Hallo! Ich bin Flixbus-Fahrer. Ja, komm, gib Gummi da, Ronny. Morgen ist der Tag rum. So, 125, 124 Kilometer noch. Super geht. Oh ja, warte. Oh, Alter, bleib doch am besten stehen. Meine Güte hier. Ich bin immer noch schnell. Was haben wir hier? Achtung, Schleudergefahr. Hey, hört auf, doch zu schleudern. Meine Güte. Das war wie die Schleudergefahr? Okay. Keine Ahnung. So, was wollen wir kurz gucken? Wie viel haben wir es denn? 39. Schaffen wir es bis 11 Uhr? Nein. Schaffen wir es bis 11 Uhr? Nach Stuttgart? Das wäre natürlich total toll. Guck, da war schon wieder eine Polizeikontrolle. Also diese roten Kreise da hinten, das ist jetzt nicht irgendwie... War jetzt irgendwelche unbekannten Flugobjekte hier irgendwie ins Querkreisen? Nee, nee, das ist eine Polizeikontrolle. Entschuldigung, Herr Polizei. Da bin ich ein bisschen aus der Spur losgekommen, bei der Spur aus. Nehmen bitte neben der Spur, wa? Oh Gott. 90 Kilometer noch bis Stuttgart. Und dann haben wir Bayern, glaube ich, auch schon fast weg. Nein, nein, aber es fehlen noch Würzburg und Regensburg. Und Nürnberg. Wie haben wir denn überhaupt? Wie fahren wir denn überhaupt jetzt noch, ne? Wir sind jetzt hinter Augsburg durch. Wir sind jetzt gleich in Stuttgart. Karlsruhe, Kaiserslautern. Ja, gut, okay. Klar. Oh, ich habe Kaiserslautern nicht auf den Weg in die Schweiz mitgenommen. Ah, nee, wir sind ja aus Luxemburg gekommen. Das wäre ja Schwarzen gewesen. Natürlich nicht. So, wenn wir dann nämlich Regensburg wegkamen, dann kommen wir nämlich von Nürnberg aus, über Würzburg. Und dann können wir nämlich Frankfurt und so hier anfahren. Dann haben wir die Ecke nämlich auch schon weg. Und dann können wir schon so langsam. Warte mal, wollen wir dann nämlich gucken? Wenn wir in Würzburg fahren, dann haben wir nämlich Frankfurt, genau, Darmstadt, Frankfurt Airport, Wiesbaden, Mainz, Rüsselsheim, Lorelei, Koblenz und dann können wir schon fast Richtung, können wir schon ein bisschen gucken, dass wir Richtung Bonn fahren oder fahren wir dann Erfurt. Muss ich gucken, was ich trifft, nee, wahrscheinlich eher Bonn, dann ist die Ecke hier durch, komplett hier rüber. Dass wir dann hier irgendwann noch Potsdam mitnehmen und dann werden wir wahrscheinlich hier die Ecke zumachen oben. Und dann geht es wahrscheinlich von dort aus nach Dings, nach Lille. Ja, würde ich mal so machen. Aber das machen wir dann so ein bisschen bei Zeiten. So. Ja, ja, wie gesagt, viele, viele Pausen zwischendurch, die ich mir so ein bisschen mache. Ups. So ein Raudi. Hey, ich nichts wissen. Das ist natürlich auch mutig, was der Gebraune da vorne macht, vor allem die beide. Ich würde auch vor der Polizei reinziehen, hallo. Ich würde auch nur einfach wieder mit Feuerwehr machen und viel mit mir rausziehen, ja. Ich komme natürlich nicht vorbei jetzt hier. An der Lieferwagen Armada, oh, wir haben noch 70 Kilometer, 80 Kilometer, was ist denn in Stuttgart?
Der, der LKW vor, der hält wieder alles auf. Das interessiert mich aber herzlich wenig. Ich nichts wissen. Ich fahre ihn. Ich, ja, ihr wisst, was ich meine. Naja, oder auch nicht. Was haben wir denn hier als nächstes? Böblingen? Wir hatten ja schon wieder eine Polizeikontrolle? Schon wieder eine Polizeikontrolle? WTF? Ciao? Ich hab doch gerade erst eine gehabt, ich bin noch nicht mal... Ey, das ist, ist die dritte Haltestelle, wir haben schon die zweite... Also, nicht mal. Wir haben jetzt München, Augsburg gehabt und haben schon die zweite Polizeikontrolle. Wir hatten von München eine Polizeikontrolle und jetzt sind wir vor Stuttgart und haben schon wieder eine. Warum? Ist das die Strafe jetzt für die Verpasste? Wir haben noch Zeit? Okay. Oh. Ein Fahrgast ist nicht angeschnallt. Ein Fahrgast ist nicht angeschnallt. 26 von 27 sind angeschnallt. Aber einer ist es nicht. Der ist schön auf dem Klo. Der ist schon kacken gerade. Ich wundere, aber wie gesagt, wir haben gerade mal die dritte Haltestelle. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke rum und schon die dritte Polizeikontrolle. Das kann doch nicht sein, oder? Warum auch? Hier Kane und Nickel. Jo. Kane und Nickel. Moin sehen. Ist das nicht der LKW, der gerade den ganzen Verkehr aufgehalten hat? So, jetzt müssen wir hier rechts runter. Ne, müssen wir nicht. Die Autobahn macht einen kleinen Knick. Wir haben noch 50 Kilometer bis Augsburg. Gesagt, ich bin ein bisschen irritiert. Warum da schon wieder eine Polizeikontrolle jetzt auf einmal zu kommen? Wir haben gerade vor kurz vor München oder hinter der Grenze, das macht ja Sinn, eine Polizeikontrolle gehabt. Jetzt haben wir schon wieder eine. Komik. Naja, ist halt so, wir haben ja nichts zu verbergen eigentlich. Ne? Wir fahren unsere Zeiten. Ach, jetzt wird es ein bisschen. Also, hier. Hallo Kollege, du hast kein Kennzeichen dran. So, 30 Kilometer vor Stuttgart. Stuttgart war ich auch schon. Augsburg war ich noch nicht, München war ich, allerdings wieder so im Stadion. Augsburg war, Stuttgart war ich auch im Stadion. Und je nachdem, wo wir gestanden haben, du standst ja direkt unter dem Dach, für der Mittellinie, was du nicht gesehen. Also zumindest die... Warte mal. Ja, fern nicht. Hast du das Tempolimit gesehen? Hab ich nicht, nein. Und ich habe es ernsthaft, ich habe es ehrlich nicht gesehen. Nein, es wird wahrscheinlich groß rangig, sondern ich habe auch gar nicht auf Gas positioniert. Oder auch nicht. Dann mach ich das jetzt gucken. Kriege ich hier DMD noch, oder? Nee, kriege ich nicht, weil der sich doch verweigern will. Oder Tümmel. Tümmel zeigt dem D, was, nee, der bessere. Welche D? Alter! Das war, oh, Alter, das ist nochmal eine Kurve hier. Na gut, in erster Linie fahren wir mal einen Doppelstockbus. Und zweitens ist es nass.
Das ist wirklich mit links, ne? Ja, okay. Muss ich so ein bisschen aufpassen, wie soll hier irgendwas mit rasieren? Mit der Ampel, das wird nämlich scheiße knapp auf einmal. So, jetzt sind wir. Ich fahre Flixbus, ich habe Vorfahrt, das weiß jeder. Oh, was ein Ball. Jetzt, diesmal habe ich gesehen. Auf der Rückfahrt gleich nicht mehr. Und ja, ich habe die Einfahrt verpasst, ich habe es gesehen. Weil ich habe gerade einen Schluck von meiner erfrischenden, kühlenden Limonade, Hilfe. Ach, das ist eh wurscht. Ich will gucken. Ja, hier, passt so. So, muss ich hier lang? Da muss ich ran. Gar keiner da? Gar keiner da? Wer hat das jetzt? Doch. Nee, ich hab mich schon gewundert, die haben mich nur runtergefüttelt weg. Hallo. Morning. Ja. So, das sind nur die zwei Leute hier gewesen. Hilfe. Ja, ist klar. Die Tür soll jetzt eigentlich nicht aufgehen, die soll dann zu bleiben. So, wie spät haben wir es jetzt? Haben wir schon Zeit für Frühstück oder geht das jetzt hier? 10.34 Uhr. Frage ist, wie weit ist der nächste Rastplatz weg? Weil wir denn jetzt in Stuttgart hängen wir jetzt, ne? Hier unten. Nee, warte mal. Da unten hängen wir. Die Frage ist, wo ist denn der nächste Rastplatz? Das schaffen wir nicht. Wir schaffen es nicht bis Karlsruhe. Weil es sind einige Baustellen mit dabei. Nee, das schaffen wir niemals. Das heißt, wir werden jetzt eine Pause machen müssen. Wir müssen jetzt eine Pause machen. Fahren wir mal weiter, geben wir mal Gas. Ja, ja, wie gesagt, ist halt gerade so. Nee, war da gesagt, müssen wir die Pause machen. Naja, versuchen wir es mal durchzufahren. Also ich muss auf jeden Fall eine Pause machen, ist klar. So, sind wir Stuttgart raus. Und machen uns auf den 100 Kilometer langen Weg, 106 Kilometer sind es insgesamt, nach Karlsruhe. Drauf gedacht. So, jetzt muss ich gerade gucken. Sind Sie gerade geblitzt worden? Nein. Eine Frage, ich bin nicht geblitzt worden, oder? Ich hab's nicht gesehen. Ich muss es eigentlich zugeben, ich hab's nicht wirklich nicht gesehen, ob ich bin oder. Eigentlich war ja jetzt keiner. Nein, wird euch eigentlich übersehen. Scheiße. Oh Gott, das blöde Auto hier. Das wird jetzt die Beschleunigung. Oh. So, schaffen wir das noch? 15 Minuten. Heilbronn, Konstanz, Karlsruhe. Kadus. Aber es ist, hier ist kein Halt, ist kein. Nee, nee. Ich muss jetzt echt gucken, überlegen, was ich mache jetzt. Haben wir doch irgendwas in der Nähe, was jetzt. Haben wir doch irgendwas in der Nähe, was ich jetzt mitnehmen kann? Das hat doch irgendwo eine. Schaffe ich das, das ist ja Tankstelle noch? Das wäre geil, würde ich schon.
Wir haben nur 13 Minuten. Ich hab gedacht, ich muss ein bisschen. Ich will nicht mit zur Tankstelle kommen, ist toll. Du willst um 11 Uhr eine Tanke sein. Das wäre schön. Warte mal. Jetzt ist das Spiel auf Zeit. Jetzt bin ich ready. Doch, das könnte funktionieren. 10 Minuten noch. Das könnte echt funktionieren. Danke. Da müssen wir jetzt aber voll hingehen. Minuten noch. Ich weiß. Wir fahren durch. Schaffe ich das nicht? Wie weit ist die Tanke jetzt noch weg? Warte mal. Wir sind hier. Hey, er doch jetzt. Ich versuche gerade. Zeit zu bringen. Jetzt gerade auf die. On point auf die Tanke zu kommen. 5 Minuten haben wir noch. Nee, das schafft noch nicht. Wir werden es wahrscheinlich. Nee, das schaffe ich doch niemals. Bist du Tanke da unten? Doch, das könnte funktionieren. Die sind wieder in der Kurve hier. Doch, das könnte funktionieren. Aber so gerade noch. Gerade noch. Da hier ist die Rechtsko, die hinten ist die Linksko. Und da ist die Tanke. Boah, das wird enge. 2 Minuten noch. Nee, das schaffe ich doch niemals. Hier ist die Tanke. 1 Minute noch. Na, Punkt 11 Uhr. Schafft man nicht. 1 Kilometer noch. Wir haben jetzt 11. Und bei meinem Glück habe ich gleich noch eine Polizeikontrolle. Wir sind drüber über der Zeit. Wir sind 1 Minute drüber. Scheiße. Ich hatte es gehofft. Ich hatte es so gehofft, dass wir es schaffen. Minuten, 3 Minuten. Und vor allem gibt es hier noch immer einen scheiß Parkplatz. Naja. Scheiße. Wir sind eh drüber. Warum verstehe ich gerade nicht, warum der LKW da vorne steht? So, 27 Fahrgäste müssen wir zählen. Sag mal, bloß eine Frage. Geht das, dass jemand vergessen wurde? Eine ernste Frage jetzt. Geht das wirklich, dass irgendjemand vergessen wurde bisher? Oder sind immer alle Fahrgäste eh da? Scheiße. Ja, wie gesagt, hätte ich die Zeit auf die... Ich hätte Schulkacki Pause machen sollen. Also entweder wäre ich niemals so auf Zeit gefahren. Das ist einfach total absoluter Humbug. Das hätte niemand machen können. Drei, vier, fünf, sechs. Irgendwen habe ich ja vergessen jetzt wieder. Irgendwen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach, da unten sitzt noch einer. Den habe ich alle gesehen, die Olle. Okay. So, weiter geht's.
Weiter jetzt. Ja, warte mal. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir auf diesen Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei unserem Bus ist die gesetzliche Anzahl. Unterwegs. Schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im unteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, lädt sich einfach in unser WLAN dazu. Unser Reisetipp fürs Internet. So, 22 Kilometer nach. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu nahe gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So, wann wäre die nächste Pause? 15 noch was? 15, 15, ja. Vielleicht haben wir das dann schon durch. So, also. Ich werde euch heute bleiben. Guck mal, falsch Parker. Der Bulle mit wo? Komm ich hier mit 100 in die Kurve? Nee. Warte, weil die Polizei da vorne noch steht. So, es wird die Ampel grün. Vor allem, die juckt auf dich mal, dass ich hier gerade mit 18 durchballer. Ich hab ihn gesehen diesmal. Ich wollte jetzt nicht in jeder Stadt eine Knolle sammeln. Ach, glaub mal. Man gewöhnt sich dran. Karlsruhe freigeschaltet. Yippie! Getroffen? So, einmal Leute einsammeln hier, wa? Hier ist mein Ticket. Paderborn, nein. Zeit. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Nach Regensburg. Nach Regensburg möchtest du? Vielen Dank. Mahlzeit, mein Tee, danke sehr. Mahlzeit, danke sehr. Hallo, guten Tag.
Mahlzeit. Ist das Dankeschön. Morning. Sollen wir dran oder? Oh, da haben wir alle. Wir haben sie alle. So. Fahrt starten. Starten wir mal die Fahrt, ne? Na dann, aber neues. Auf unserer Reise nach Kaiserslautern. Jetzt gibt's in die schöne oder schöne Rheinland-Pfalz rein. Ich muss sowieso mal neues Völkchen machen. So, ab geradeaus. Ach, wenn wir gerade über die Linksabbiegerspur jagen, ist mir scheißegal. Wir müssen rechts jetzt immer vorfahren. In Amerika ist es tatsächlich so. Auch wenn die Ampel rot zeigt, wenn du rechts abbiegst, hast du Vorrang. Paparazzi! Nein. Ich weiß nicht, wie viele Mal ich mittlerweile gewitzt habe. Vierte, fünfte Mal? Hey Jungs, wir haben die Kohle. Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Ich muss tatsächlich zugeben, ich weiß nicht, wer man meint. Aber nein. Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen oder zweimal gesehen, das war's auch. Aber ja, wir haben eine Bombe an Bord und wenn der Bus unter 100 km/h fährt, dann geht die hoch. Wir haben einen Speed. Da ist es tatsächlich so. Wir haben, glaube ich, eine Bombe an Bord und ich glaube, die dürfen nicht unter 35 Meilen oder 25 Meilen fahren, dann sonst geht die Bombe hoch. Ja, man macht über solche Themen keine Witze, ich weiß das. Aber das ist halt, ist das hier natürlich ein Spiel und nicht die Realität. Oh, Alter. Ich wollte schön links vorbei. Sonntagsfahrer. Nee, immer noch Samstag. Samstagmittag um 12 Uhr. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass der Transporter im Moment losfährt. Ich wollte eigentlich schon überholen. Guck mal, wie der wegzieht hier. So, ich fahre 80 jetzt, aber na, der fährt 100. Ich krieg dich doch. Ich krieg das doch, ich krieg es doch. Ich lasse mich von dir nicht abhängen. Wenn er meine Richtung fährt, wohlgemerkt. Jetzt ist nämlich 100 erlaubt, jetzt kann ich mich dann ziehen. Aber er tut es wahrscheinlich genauso tun jetzt. So, die Frage ist, fahren wir geradeaus weiter oder müssen wir irgendwo abbiegen? Vorne kommt ein gelbes Schild. Aber ich fahre jetzt hier in die 70 Kilometer Landstraße bis nach Augsburg, oder? Ja, bis Kaiserslautern. Oh, da vorne ist ein Kreisverkehr. Ich sollte vielleicht ein bisschen das Gas wegnehmen. Kriege ich ihn noch? Fast. Ich hätte jetzt gedacht, er wäre weg gewesen, aber ich... Sorry, ich krieg den noch. Komm an! Komm, Boss, zeig, was du kannst. Die kriege ich. Moin. Ja, ich sag doch, ich krieg dich doch irgendwann. Alles verschüttet. Danke. Ja, hab ihn erwischt. Entschuldigung. So, 60 Kilometer noch, dann haben wir's. Fahren wir jetzt echt die Zeit? Fahren wir jetzt Auto? Fahren wir den Schutz? Fahren wir jetzt gar kein Auto bei mir? Bis Lautern? Nee, tatsächlich nicht. Was fahren wir überhaupt das nächste Mal Autobahn? Wenn es nach Regensburg geht? Nee, nach Nürnberg geht. Ja, so Nürnberg geht doch? Eigentlich sogar das. Okay. Also wir fahren jetzt straight
kurz vor Nürnberg nach Nürnberg fahren auf Landstraße. Nürnberg fahren wir auf der Autobahn und Regensburg ist wieder Landstraße. Eigentlich fahre ich überwiegend nur Landstraße, okay? Ja. Wie war 15:15? 3 Stunden. Und dann wäre. Und dann wären wir durch. Doch, ich verfolge den LKW. Das Problem ist aber, ich komme nicht vorbei. Ich will ihn überholen gerne. Hallo. 30 Kilometer noch verlaufen, bis es lauter. Kriege ich den noch vorbei? Und dann. Ah, platt. Oh, oh Mann, ich habe da so Verkehrsinsel, oder? Nee, sieht nur so aus. Komm nicht vorbei, ne? Jetzt. Jetzt habe ich ein. Oh, oh, Auto. Entschuldigung. Aber ich bin vorbei am LKW. Ja, wie gesagt, nochmal. Das ist ein Let's Play, das ist ein Fun-Ding. Ich habe Bock gerade auf das Spiel einfach. Und dass ich hier natürlich fahre, wieder jetzt dahin kann, ist glaube ich klar. Fahren Sie eigentlich so schnell? Weil ich kann. Muss das lang, rechts oder links? Links. Schön. Das heißt, ich kann schön mich an den Leuten, die Leute vorbeidrücken hier. Ich fahre Flixbus, ich darf das. Und ich habe die ganze Schlange jetzt einfach mal abgehangen. Ja, nochmal, das ist ein Fun-Let's Play. Also. Ich würde niemals im Mittelalter im Bus so fahren, wie ich hier im Spiel fahre. Seht es mal bitte einmal nach. Aber wir haben ja Spaß zusammen, oder nicht? So, wir haben noch 13 Kilometer bis Lautern, ja. Eine Frage, wie sieht der Tank aus? Halb voll. Ich hab schon. Komm, wir holen doch noch ein bestimmtes Krönchen in der Stadt. Ah, Hilfe! Ich verfahre. Ja! Vor allem, ich verfahre mich. Und wir das mal. Bitte. Das ist ja gerade geblitzt worden. Nein, das ist ein Paparazzi. Ich bin so bekannt. So, schauen wir noch 3 Kilometer. Also die Stadt kenne ich jetzt überhaupt gar nicht. Taxi, geh weg. Das Lauter kenne ich überhaupt nicht. Preisig ist der Richtwert. Moin! Du machst dich erst mal bei Fahrgästen so unbeliebt, wenn du natürlich hier reingeschossen kommst. Vom Arbeitgeber sowieso, wenn du da einen Ruf kriegst, die ganze, weil die jetzt so durchheizt. Servus, Sie wollen bestimmt ein Ticket, cool. Brauche ich nicht, du reichst mir. Hast du schon? Für eine Ruhe wollte ich jetzt nach Kaiserslautern gefahren, okay. Hmph!
So. Jo, tatsächlich. Weiter geht's. So, wir fahren jetzt nach Monheim. Das schaffen wir sogar noch. Nach Monheim geht's jetzt. Bitte, ich komm vorbei. Mach schon mal Kaffee warm. Oder Kaffee heiß oder setz schon mal Kaffee auf, ihr wisst, was ich meine. Na, Morning! Dann haben wir Heilbronn noch, oder was? Heilbronn, Sindelfingen, Heidelberg. Heidelberg, Sinsheim, Heilbronn, dann geht's nach Nürnberg und da kommt Regensburg. Also, wie viel haben wir noch insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haltestellen. 6 Haltestellen haben wir noch heute. Und dann sind wir mit Bayern und mit Baden-Württemberg so gut wie durch. Diese Würzburg fehlt es noch, aber das machen wir noch. Das nehmen wir auf der nächsten Runde mit. Nee? So. Ab nach Monheim. 65 Kilometer, 50 Kilometer sind sogar nur. Ab nach Monheim. Gibt es da eigentlich auch Töchter oder nur Söhne? Weiter. Ich kriege es noch. Oh, schade, wenn wir jetzt nicht Autobahn fahren, kann ich gar nicht gucken, ob es die Stelle gibt. Oh, schade. Wie gesagt, ich weiß, dass es ein Sinsheim-Mobil coole Flugzeugposition gibt. Ich war noch nicht da, nein. Also ich bin auch nur ein Auto mit vorgefahren und zu meinem Bruder gefahren. Mein Bruder wohnt nämlich, wurde eigentlich hier unten so ein bisschen in der Gegend oder hat mal gewohnt. Hat gewohnt, wohnt? Wohnt. Ab nach Monheim. Alter, sieht das geil aus. Ist hier runter rein. Gut, diesen 30 Kilometer noch. Lassen Sie eigentlich immer so? Ja, müsstest du eigentlich schon gemerkt haben, wenn du von Anfang an dabei bist. Oh, verpiss dich mit deinem scheiß Taxi. Geh wieder rüber. Interessiert mich nicht. Meine Risse ist angenagelt. Scheiß Taxifahrer, interessiert mich feuchten. Hab ich den einfach einen Baum gesetzt? Hier. Despawned. Hallo! Kollege oder ist das ein LKW da vorne? Guck mal, wir sind schon gleich da, wir sind schon gleich im Monheim. Was ist das für eine Burg da oben? Ne, Burg ist es nicht, es sieht aus wie eine Moschee. Nein, mal ernsthaft, was ist das für eine Burg da oben? In Monheim. Gibt es die wirklich oder sie im Game? Die gibt es bestimmt wirklich, oder? Wir sind im Monheim, da gibt es kein Tempolimit. Oh oh. Ist die Straße so schlecht oder nehmen wir einfach alles mit, was nicht ausreicht? Wir sind zu schnell zum Aus für die anderen. Hier kann nichts ausweichen, wir sind hier am Fahrrad in Ritter.
Morning! Freigeschaltet. So, da sind wir. Nürnberg. Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Heilbronn. Mein Tipp, danke sehr. Nürnberg. Mahlzeit, mein Danke. Ja, ja. Ciao. Mahlzeit. Nein, bist du nicht. Der war der Wolfsburg. Das ist nicht meine Route. Das ist nicht meine Abteilung hier. Tschüss. So, wir fahren mal kurz eben vom Morning aus, sind wir jetzt gleich in Heidelberg. 15 Pause, Mann. Also 15, ne? Wir hatten eigentlich jetzt hinter Morning schon die nächste Pause machen, bis die danach kommt. Wenn wir rückkommen, können wir mal so weit durchfahren. So, das fahren wir jetzt mal hier runter. Er will jetzt hier wenden. Komm, ja. Oh, warte mal. Was ich lang hier links, ne? Da sind wir gleich durch und tschüss. Mama, der Busfahrer fährt so schnell und scheiße. Ja und? Aber warum ich so frage? Ich frage jetzt aber eine andere Frage. Hat das damit zu tun, dass ich sowieso einige Stunden im Voraus bin? Oder kommen würden auch so, wenn ich wirklich wäre, nicht mehr kommen. Ah! Oh. So, warte mal. Warte. Ich will mal ganz kurz gucken. Mal so nebenbei gerade gucken. Was sind wir denn jetzt? Oh, Morning sind wir gerade raus, ne? Nächste Haltestelle ist schon Heidelberg. Also, wir knallen gerade übelst durch. Heidelberg, Heilbronn, dann geht schon über. Ja, ich hatte Würzburg mitnehmen können, aber das wäre ein Umweg geworden. Vor allem dann nach Würzburg. Ich hätte Würzburg in der Schleife mitnehmen können und dann rüber. Ja, dann über Würzburg kommen wir danach. Wir fahren dann von Nürnberg aus nach Würzburg und fahren hier unten in die Ecke durch. Und dann sind wir schon ziemlich gut dabei. Aber was ich eigentlich gucken wollte, wie sieht der Tank aus? Halb, immer noch passt so. So, 38 Kilometer bis Heidelberg. Mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Den hast du eben schon gemacht, der ist zweimal langweilig. Also nicht der Film, sondern der Spruch. So, die fahren wir noch durch die Folge. Also das Video. Ich werde wieder das alles zusammen pappen und schneiden. Wie ihr das gewohnt seid, die fahren die komplette. Ich zeige euch die komplette Strecke in einer Folge. So, wir sind jetzt gleich schon in Heidelberg. Also die hier sind jetzt eh schnell die Mission, die Strecken. Von der Strecke her ist es eh mal kurz. Weil Heidelberg sind zwar im Heilbronn, das ist alles in einem Rutsch zu machen. So, da sind wir gleich durch. Ja, ich musste mich rechts oder links vorbei an der Ampel. Nein, aber nicht. Die war schon tot. Hat gleich der Unfall. Als du geboren wurdest, dachte deine Mutter auch, was für ein leichter Unfall. Da hat es doch gut gemeint. So, sind wir jetzt schon da gleich, ne? Heidelberg. Das
funktionieren, wie gesagt, das ist, wir haben ja jetzt auch 4 Haltestellen oder so, ne? Wenn wir die Ecke hier durch sind, dann fehlt es eigentlich nur Nürnberg und Regensburg, oder? Geht's auch etwas langsamer? Nein, geht's nicht, lass mich in Ruhe. Ich kann mit 50, 60, 60. Oh, Alter! Nein, bin ich nicht. Das war immer noch Paparazzi. Sag ja, ich bin bekannt. Ah! Upsi. War nur eine Bananenschale. Warte mal. Gute Frage. Ich mehr oder weniger jetzt gerade. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir nehmen einfach mal Kilometergeld mehr weniger. Einmal kurz die gedreht. Und dann sind wir in Heidelberg schon durch. Wir haben schon eine offizielle Rastpause sogar. Ich habe gar nicht auf die Leitstelle bestellt gesagt, ne? Oh, wir kriegen so diese Bewertung. Interessiert mich aber herzlich wenig. So, Moin sehen. Hallo, ist das gut? Danke sehr. Ja. Mahlzeit. Ich benötige noch ein Ticket. Nach Regensburg. Steinfahrer. Vielen Dank. Servus. Sie wollen auf geht's. Aber dann nach Regensburg. So. Dann habe ich jetzt eine Pause 15:15, anderthalb Stunden. So, wir haben noch 3 oder 4. Zum Beispiel gleich in Sinsheim. Wir sind gleich in Sinsheim sogar schon. Guck, ich habe mal kurz gestern auf Aufnahme zu drücken. Das läuft aber. So. Oh. Warum soll man sich also anstellen? Tja, und einer hat es vorher nicht getan. Wir haben schon mal keine Polizeikontrolle mehr gehabt. Das wundert mich gerade schon, oder? Wir sind sowieso gleich da. Wir sind schon gleich in Sinsheim. Wie gesagt, kurz vor Nürnberg. Und dann haben wir noch Heidelberg? Nee, Heilbronn war die jetzt, oder? War Heilbronn? Ja, Heilbronn. Blendet das Gas wieder oder war wohl Gas? Ja, es muss mal repariert werden. So. Wir sind jetzt gerade was von 6,5 Stunden voraus. Ich merke gerade, wie viel Gas ich habe. Aber alles gut, wir kriegen das schon hin. Ist doch cool. Guck mal, schon sind wir da. Upsa. Und keiner hat gemeckert wegen dem Unfall. Immer wenn ich hier solche Kurven sehe, muss ich hier Gas geben. Guck mal! Ich bin vorhin gerade in die Leitwerke rein und juckt es niemanden. Aber wenn ich einmal ganz kurz anlecke, und leicht los, ich habe Kaffee verschüttet. Und trink deinen Kaffee halt schneller, du Idiot. Wo ist denn da lang jetzt? Ich bin schon da, ne? Ich will auf die Karte gucken, ja klar. Krass. Wie schnell. Wir sind in Sinsheim.
Wir sehen uns Sinsheim. Aber doch keiner. Ja, doch, das ist schon. Ich wollte sagen, sich keiner beschwert, dass ich jetzt so schnell fahre. Aber. Und schon sind wir da. In Sinsheim, liebe Leute. Moin sehen. Guten Tag. Sie wollen bestimmt. Ciao. Nein. Servus. Fahren Sie. Ciao. Nein. Hi. Ich hoffe, ich bin hier. Abgelehnt. Mahlzeit. Mein Ticket. Vergiss es. Hallo. Vielen Dank. Dein Gesicht sieht scheiße aus. Das ist doch schon wieder fertig. Ist... Ja. So, wir haben jetzt noch eine gute Stunde bis zur Pause. So, nächste Haltestelle ist Heilbronn. Das sind auch nur 30 Kilometer. Und dann haben wir schon wieder weiter. Dann haben wir, glaube ich, nur noch. Kann das sein, dass wir da nur noch in Nürnberg haben? Und Würzburg? Nee, Nürnberg und Regensburg. Ja, ne? Dann sind wir sogar schon wieder mit der nächsten Route fertig. Also wieder drei Haltestellen haben wir noch. Gut, die drei, die sind jetzt hier mehr oder weniger geschenkt, die sind ja auf deiner Linie. Genau, hier sind wir nicht im Rechtsdruck gefahren, jetzt fahren wir nicht straight auf den Fernsehturm zu. Fernsehturm sein? Leuchtturm ist es nicht. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Weil ich es kann. Weil ich früh nach Hause will. Mutti hat Druck. Boah, Alter, wo ist ich hier lang? Da lang. Ah, da kommt was Pinkes. Ha, gay. Spaß. So. So, dann haben wir noch 16 Kilometer, dann nochmal Heilbronn. Mal jemanden besuchen, den ich hier kenne. Ich glaube, der wohnt hier in der Nähe von Heilbronn. Gaspedal, Kollege. Oh, oh. Sonntagsfahrer. Nein, Samstag. Immer noch. So. Hallo, bitte sehr. Da habe ich Tour? Nein. Wo gehen wir denn da hin? Hallo, bin ich hier richtig? Dankeschön. Moin, Sie wollen? Ciao. Ja, ja. Mahlzeit. Vielen Dank. So, haben wir alle? Ja, ne? Hat irgendjemand seinen Koffer vergessen? Oder wird nicht, ne? So. Top. Und weiter geht's. So, weiter geht's. Von Heilbronn. Dürfte jetzt nach Nürnberg gehen, ne? Ja, eine große Stelle. Doch, ist richtig. Eine große Tour jetzt heute hier. Die uns jetzt aber vorstellt. Jetzt habe ich nicht mehr die Möglichkeit, also ich habe schon die Möglichkeit zu rasen, aber
Also sind jetzt nicht mehr so diese Klecker, wo du 20 Kilometer fährst oder so. Ja, ja, jetzt muss der. Jetzt haben wir ein bisschen und dann haben wir noch nach Regensburg und dann geht's in Feier, wo wir den Feier haben. Wie bei 15:15, wir sind nur weg. Nee, das schafft man nicht. Also mein Ziel war sogar vor der Pause noch durchzuteilen, aber das werden wir nicht schaffen. Das ist also das schaffe ich nicht. 240 Kilometer ist schon ein ordentliches Stück. Und jetzt dann noch Regensburg, das dauert schon ein bisschen. Wie kann es jetzt weit Richtung Bayern rein? Also wenn wir eine Polizeikontrolle kommen, kriegen wir eh Ärger, weil wir wegen Pause. Wir haben glaube ich die eine Pause in 5 Minuten überschritten. Gucken wir mal. Passt. Kommt sogar ohne Pause durch. Ja, ohne Tankpause durch. Mal gucken. Warte mal, brauchen wir eigentlich den nächsten Rasthof? Wir fahren jetzt tatsächlich das erste Mal wieder Autobahn. Der nächste Rasthof wäre hier vorne. Das wäre die nächste mögliche. Oh, das wird auch sportlich. Ich mache hier die Pause. Ich muss hier mal eine Pause finden. Also wie gesagt, eine Dreiviertelstunde bis... ...35 Minuten sind das. Ja gut, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Das könnte funktionieren, ne? Von der Zeit her. Dann nehmen wir nämlich durch, dann kann man nämlich durchballern. Wie weit jetzt, ich weiß nicht, wie weit jetzt Nürnberg-Regensburg noch ist. Ja, das geht von der Strecke her, das ist doch kurz. Also das ist, glaube ich, hier das Gefühl, längste Stück jetzt überhaupt. So, ich mal gucken. War ich da eben schon? Hier war die andere Seite, ne? Guck, guck, ich muss vorbei. Ich muss hier links ab. Oh, Alter, was will denn hier? Ja, ah, passt so. Ah, das könnte funktionieren. Mit der Pause. Wie lange haben wir noch? Eine halbe Stunde im Game, wohlgemerkt. Im Game, habe ich noch gesagt. Das könnte. Dresden-Nürnberg, ja, wir müssen hier rechts ab. Wir müssen hier rechts ab, liebe Leute. Richtung Nürnberg und Richtung Dresden. So, ne, doch nicht, hä? Was ist doch hier? Die Faxen? So, ein Kilometer noch? Ja, wie gesagt, wie weit ist denn der Rasthof weg? Kriege ich den noch hin? Ja, das könnte funktionieren. Also, es sind jetzt noch circa 25 Minuten. Und pass mal auf, genau auf dem Rasthof haben wir dann die. Das wird nicht lustiger, indem man das immer wiederholt. Entschuldigung. Jetzt habe ich mal einen Kaffee holen. So Koffein am Saufen. Was soll denn lang? Ist der Tunnel? Ja. Wir haben 120, das ist Seewurst, 100 ist auch egal. Komm, mach mal 200 draus, das passt schon. Sehr nischt. 60? Oh, mir fällt ein Auto. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Und was?
könnte wirklich verzweifeln finden heute. Aber wir fahren es doch durch. 170 Kilometer bis Nürnberg. Ohne Pause. Scheiße Pause. Wir fahren durch. Warte mal, blöde Frage. Wie weit ist denn der Rasthof weg? Jetzt gleich, okay. Dann wollen wir nämlich jetzt über den Rasthof und machen Pause. Pass auf, dann ist das so ein scheiß Pipi-Ding, wo du gar nicht hin kannst. Aber scheiße, steht eh, da steht P dran, das ist ein Parkplatz. So. Das wird auch um die Ecke gleich sein, ne? Also noch eine Linkskurve, dann noch eine Rechtskurve. Wie ist die links und dann kommt wir rechts. Und dann haben wir die Runde, haben wir den Rasthof. Wir haben jetzt noch 9 Minuten. Boah, das wird schon so eng kalkuliert sein. Wir werden bestimmt wieder überziehen. Ich kenne mich. Weil da vorne ist jetzt die rechts. Jetzt diese so lange Zone links. Es wird eng, es wird eng. 7 Minuten noch. Zweifel muss ich auf dem Rasthof. Also wenn ich bis 13 nicht am Rasthof bin, gehe ich an den Schandschalten. Zehn haben wir jetzt. 11. Jetzt ist die Rechtskurve, jetzt ist hier der Rasthof. Oh, das geht, das könnte. Ich fahre jetzt hier raus, ist klar. Ja, das passt von der Zeit her. Jetzt muss ich echt einen guten Parkplatz finden. Nimm deine Scheißkarre weg! Passt! Wir sind Pause! Upsi! Okay, wir sind wieder voll über der Zeit drüber. Aber wahrscheinlich gerade so. Wahrscheinlich war Bond Point. Oh, passt doch von der Seite. Wie viel Fahrgäste haben wir denn an Bord? 23 diesmal nur. Oh, Alter. Wer hat hier so scheiße geparkt? Herzhaft? Schatz, ich komme nicht rein. Gute Frage. Habe ich keine Möglichkeit? Was hab ich jetzt? Das war dann immer beabsichtigt, so. Jetzt komme ich endlich hier raus, oder? Darf ich raten? Jetzt ernsthaft nicht, ich komme jetzt hier nicht raus? Oder darf ich jetzt nicht wegen der Fahr... Ich flachsen jetzt? Ah, ich bin... ja. Ist jetzt die Flasche jetzt? Habe ich jetzt entfernt? Habe ich mich jetzt nicht da ferngefahren mit der Scheiße? Ich komme ja nicht rückwärts raus, oder was? Jetzt wird sich verarscht, oder was? Ach, einfach. Geil! Ah, das ist
schnell als Worte. Ich krieg das schon heraus. War gestern kontrolliert, also nicht wirklich, aber ich wollte das gucken, wie muss hier rauskommen, ne? Wir machen es etwas anders. Lass mich bitte nicht den Bus wegfahren. Nein, nein. Wo ist denn der überhaupt jetzt? Jetzt will ich jetzt überflachsen! Bus! Hallo! Oh nö, jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los. Aber da vorne ist eine Kurve, das könnte funktionieren. Jetzt geht die Scheiße schon wieder von vorne los hier. Frage wie hinten. Fahr doch nach rechts, fahr nach rechts, Bus. Fahr nach rechts, bitte. Ja. Ernsthaft jetzt? Ich schaff's doch nicht in vorne nicht. Geil, cool. So, ich hab's gesehen, ich musste das wieder machen. Auf einmal fing mein Bus fest. Ja, bedeutet heute mein Bus los und nicht hinterher. Ja, aber wir haben es geschafft. Die Bus ist auf die Autobahn gerollt, die Leitplanke, da stand er, da konnte ich dann einsteigen. So, wir machen jetzt weiter mit unserer 140 Kilometer weiten Reise in Richtung Nürnberg. Was jetzt auch nicht mehr allzu lange dauert. Also Pause haben wir jetzt hinter uns, aber gerade on point. Ich wollte jetzt eigentlich so schnell wie möglich in die Pause, deswegen habe ich jetzt einfach diese Aktion gebracht und ich habe es bereut. Oh. Aua! Ich werde Sie verklagen! Deine Mutter werde ich verklagen! Das hat es schon getan. Warum? Hauptsache man steht hier einfach! Fahr doch nie wieder mit mir mit! Mir ist doch scheißegal! Mein Bus, meine Regeln, meine Fahrstil. Mein Gott. So, 140 Kilometer noch bis nach Nürnberg. Und 13 sind noch. Ja, also für die Folgen werden es wahrscheinlich nicht mehr, so 10, 15 Folgen vielleicht. Und dann müssten wir sogar schon mal mit Let's Play durch sein. Gut, dann müssen wir mal gucken, was ist los, was danach kommt. Nee, ich habe ja noch ein paar Sachen. Würzburg. Da fahren wir dann morgen hin. Ja, ich werde kurz vor Würzburg abknicken. Und hatte ich nicht immer mal eingangs gesagt, mit der Firma Fuchser? Ne, sind die nicht. So, Augsburg, Konstanz brauchen wir nicht. München, Nürnberg ist geradeaus, ist richtig. So, 80 für den Bus. Das hat die Geschwindigkeitsanzeige noch gar nicht gecheckt. Weil eigentlich dürfen wir nur 80 fahren. Wir knallen aber durch mit 100. Natürlich. Wann wird die nächste Pause eigentlich? So nebenbei gerade. 15. Haben wir doch gerade hinter uns. Warte mal. Hilfe. Dann wäre die 19:30. Ein Lädel-LKW. Ich meine zu ahnen, welche Firma sich dahinter versteckt. 100 Kilometer, liebe Leute, jetzt sind wir schon zweistellig. 99 Kilometer noch bis nach Nürnberg. Unsere vorletzte Haltestelle. Und dann haben wir nur noch Regensburg. Und dann geht's von Nürnberg aus, also von der nächsten Haltestelle wieder aus, hoch nach bis nach Frankfurt. Dann fahren wir nämlich Hessen. Hessen und Rheinland-Pfalz wäre wahrscheinlich, schießen wir dann ab. Und dann geht's irgendwann über NRW. Niedersachsen. Und hier rüber Sachsen.
Und dann geht es dann die Ecke hier durch ab. Dann haben wir das nämlich auch schon wieder weg. Und dann geht es wahrscheinlich oben schon über nach Flensburg. Dann werden wir es auch weg haben. Also Potsdam wird irgendwann wahrscheinlich kommen. Flensburg. Und dann haben wir nur noch Frankreich. Wo ist wahrscheinlich mal raus, das war tatsächlich so, von Basel aus nach Bern, Genf und dann hier unten die Ecke mitnehmen. Grenoble nach Marseille und Nizza, das war da unten die Ecke. Also ja, es wird halt jetzt so nach und nach, ne? Aber, wie gesagt, es kommt alles noch nach der Zeit. Tja, Norden. Wir sind ca. 80 Kilometer von Nürnberg. Unsere letzte Halt, oder vorletzte Halt, natürlich. Bevor ich Assis euch alle rausschmeiße und Feierabend mache. Aber vorher nerv ich euch nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Meine Güte, ich mag es nicht, wenn man so nah vor mir reinzieht. Nicht Taxi, ich muss fahren. Ja, das ist der Hubert, der... Guck, der zieht demnächst mal vor die Nase. Ich Taxifahrer, ich muss fahren. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaust doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team so, nach 70. Über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet. Welche Sache? Ja, ich hatte gehofft, ich krieg ihn vielleicht nochmal. Dann kann ich denen nämlich mal zeigen, was das ist, wenn man den von der Nase reinzieht. Wie geht das? Wir von dem Nase, von dem anderen oder von der Nase reingezogen? Ja, aber wahrscheinlich in der Fahrschule, in der Taxischule. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome. Dämlicher Taxifahrer. We're glad to have you on board so that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked to 40 Kilometer noch. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, so. die Ansage haben wir durchgekaut. Also, ich meine, wie gesagt, wir sehen, wo ich mittlerweile wieder auch mit der EP... wieder am Maximum der will. Das heißt, wir können eh alles auf jeden Fall. Es geht jetzt eigentlich straight darum, die Haltestelle ab, also die Haltestelle abzufahren. Wie gesagt, wir haben jetzt fast noch Nürnberg, da fehlt noch Regensburg. Und ich glaube, da fehlt noch fast Würzburg. Ja, Würzburg kommt wahrscheinlich, kommt in der nächsten Episode. Und damit wahrscheinlich auch schon Frankfurt und Frankfurt Airport dazu kommt. Oh, da bin ich auch gespannt. Da bin ich dann auch schon gespannt. So, 19 Kilometer über London. Und dann haben wir Nürnberg
auch hinter uns gelassen. Dann haben wir Bayern, glaube ich, dann ein bisschen perfekt, ne? Gut, dann haben wir noch Regensburg. Dann haben wir sie alle. Dann haben wir schon mal hier die Ecke komplett einmal abgearbeitet. Dann haben wir Süddeutschland fast weg. Wobei Konstanz? Aber schon Konstanz weg? Nee, ne? Konstanz und Neuschwangau, die müssen wir auch noch anfahren. Nur so gerade nebenbei. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die habe ich komplett aus dem Schirm, vom Schirm verloren. Ja, müssen wir gucken, was wir gleich machen. Das haben wir auf der nächsten Episode. Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Wir sind schneller. Oh, oh. So, jetzt sind wir gleich. Warte mal, ich muss hier abbiegen. So, jetzt sind wir schon in Nürnberg. Oh, passt denn? Jetzt hier nicht noch irgendwie noch mal einen Unfall bauen. War doch grün. Ah, scheiße, Konstanz und Neuschwangau. Aber das können wir auch mitnehmen, später mitnehmen. Das müssen wir nicht jetzt mitnehmen. Das können wir wahrscheinlich machen, wenn wir dann Berlin und Genf mitnehmen und dann zum Abschluss fahren. Würde ich fast so behaupten. Weil wenn ich jetzt da unten die Ecke noch mitnehme, dann bin ich Kilometer zu lang. Nee, wir fahren als nächstes aus Frankfurt. Keine Sorge, wir kriegen es doch hin. So. Da sind wir schon in Nürnberg. Unsere letzte. Es will kein Schwein mit? Okay. Keiner will nach Regensburg? Von hier zumindest nicht? Okay. Wenn keiner will. So, ich hab's gesehen, ich musste dazu den Berg machen. Noch einmal fing mein Bus fest. Bedeutet heute mein Bus los und nicht hinterher. Ja, komm, aber wir haben es geschafft. Die Bus ist auf die Autobahn gerollt, die Leitplanke, da stand da konnte ich dann einsteigen. So, wir machen jetzt weiter mit unserer 140 Kilometer weiten Reise in Richtung Nürnberg. Was jetzt auch nicht mehr allzu lange dauert. Also Pause haben wir jetzt hinter uns, aber gerade on point. Ich wollte jetzt eigentlich so schnell wirklich in die Pause, deswegen habe ich jetzt einfach diese Aktion gebracht und ich habe es bereut. Oh. Aua! Ich werde sie verklagen! Deine Mutter werde ich verklagen! Das hat sie schon getan. Warum hab doch nur ein Stil hier einfach? Fahr doch nie wieder mit mir mit! Mir ist doch scheißegal! Mein Bus, meine Regeln, meine Fahrstil. Mein Gott. So, 140 Kilometer noch bis nach Nürnberg. Und 13 sind noch. Ja, also für die Folgen werden es wahrscheinlich nicht mehr, so 10, 15 Folgen vielleicht. Und dann müssten wir sogar schon mal mit Let's Play durch sein. Gut, dann müssen wir mal gucken, was ist los, was danach kommt. Nee, ich habe ja noch ein paar Sachen. Würzburg. Da fahren wir dann morgen hin. Ja, ich werde kurz mal Würzburg abknicken. Und hatte ich nicht mal mit eingangs gesagt, mit der Firma Fuchser? Ne, jetzt nicht.
So, Augsburg, Konstanz brauchen wir nicht. München-Nürnberg ist geradeaus, ist richtig. So, 80 für den Bus. Das hat die Geschwindigkeitsanzeige noch gar nicht gecheckt. Weil eigentlich dürfen wir nur 80 fahren. Wir knallen aber durch mit 100. Natürlich. Wann wäre die nächste Pause eigentlich? So nebenbei gerade. 15. Haben wir doch gerade hinter uns. Warte mal. Hilfe. Dann wäre die 19.30. Ein Lädler-LKW. Ich meine zu ahnen, welche Firma sich dahinter versteckt. 100 Kilometer, liebe Leute. Jetzt sind wir schon zweistellig. 99 Kilometer noch bis nach Nürnberg. Unsere vorletzte Haltestelle. Und dann haben wir nur noch Regensburg. Und dann geht's von Nürnberg aus, also von der nächsten Haltestelle wieder aus, hoch nach bis nach Frankfurt. Dann fahren wir nämlich Hessen. Hessen und Rheinland-Pfalz ja wahrscheinlich, schießen wir dann ab. Und dann geht es auch mal über NRW, Niedersachsen, und hier rüber Sachsen, und dann geht es dann die Ecke hier durch ab, dann haben wir das nämlich auch schon wieder weg, und dann geht es wahrscheinlich oben schon über nach Flensburg, dann was wir auch weg haben, also Potsdam wird irgendwann wahrscheinlich kommen, Flensburg. Und dann haben wir nur noch Frankreich. Wo heißt wahrscheinlich auch noch, dass wir tatsächlich so können, von Basel aus nach Bern, Genf und dann hier unten die Ecke mitnehmen. Grenoble nach Marseille und Nizza, das war da unten die Ecke. Haben. Also ja, es wird halt jetzt so nach und nach, ne? Aber wie gesagt, es kommt alles nur nach der Zeit. Tja, na denn. Wir sind ca. 80 Kilometer von Nürnberg. Unsere letzte Halt, oder vorletzte Halt, natürlich. Bevor ich Assis euch alle rausschmeiße und Feierabend mache. Aber vorher nerv ich euch nochmal. Und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Meine Güte, ich mag es nicht, wenn man so nach vor mir reinzieht. Ich Taxi, ich muss fahren. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Ah, das ist der Hubert, der. Gott, der zieht demnächst mal vor die Nase. Ich Taxifahrer, ich muss fahren. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaust doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team so nach 70. Welche Sache? Ich hatte gehofft, ich kriege ihn vielleicht nochmal. Dann kann ich dir nämlich mal zeigen, was das ist, wenn man den von der Nase reinzieht. Wie geht es jetzt? Wir von der Nase, von dem anderen oder von der Nase reingezogen? Ja, aber wahrscheinlich in der Fahrschule, der Taxischule. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den nächste zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome. Dämlicher Taxifahrer. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked. 40 Kilometer noch.
If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas, and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, so. die Ansage haben wir einmal durchgekaut. Ja, also, ich meine, wie gesagt, wir sehen, wo ich mittlerweile wieder auch mit der EP habe, wieder am Maximum Level. Das heißt, wir können eh alles auf jeden Fall. Es geht jetzt eigentlich straight darum, die Haltestelle ab, also die Haltestelle abzufahren. Wie gesagt, wir haben jetzt fast noch Nürnberg, da fehlt noch Regensburg. Und ich glaube, da fehlt noch fast Würzburg. Ja, Würzburg kommt wahrscheinlich, kommt in der nächsten Episode. Und dann wird wahrscheinlich auch schon Frankfurt und Frankfurt Airport dazu kommen. Oh, da bin ich auch gespannt. Da bin ich dann auch schon gespannt. So, 19 Kilometer über 900 auch. Und dann haben wir Nürnberg auch hinter uns gelassen. Dann haben wir Bayern, glaube ich, dann bis auf Würzburg weg, ne? Und dann haben wir noch Regensburg. Und dann haben wir sie alle. Dann haben wir schon mal hier die Ecke komplett einmal abgearbeitet. Da haben wir Süddeutschland fast weg. Wobei Konstanz? Aber schon Konstanz weg? Nee, ne? Konstanz und Neuschwangau, die müssen wir auch noch anfahren. Nur so gerade nebenbei. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die habe ich komplett aus dem Schirm, vom Schirm verloren. Ja, müssen wir gucken, was wir gleich machen. Das haben wir auf der nächsten Episode. Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Wir sind schneller. Oh oh. So, jetzt sind wir gleich. Warte mal, ich muss hier abbiegen. So, jetzt sind wir schon in Nürnberg. Aufpassen. Jetzt hier nicht noch irgendwie nochmal einen Unfall bauen. War doch grün. Ah, scheiße. Konstanz und Neuschwangau. Aber das können wir auch mitnehmen, später mitnehmen. Das müssen wir nicht jetzt mitnehmen. Das können wir wahrscheinlich machen, wenn wir dann Berlin und Genf mitnehmen und dann zum Abschluss fahren. Würde ich fast so behaupten. Also wenn ich jetzt da unten die Ecke noch mitnehme, dann werden die Kilometer zu lang. Nee, wir fahren als nächstes aus Frankfurt. Keine Sorge, wir kriegen es doch hin. So. Da sind wir schon in Nürnberg. Unsere letzte. Es will kein Schwein mit. Okay. Keiner will nach Regensburg? Von hier zumindest nicht? Okay. Wenn keiner will? Naja, gut. Ja, ja. Hallo. So, letzte Etappe, liebe Leute. 194 Kilometer nochmal. Dann haben wir schon Regensburg abgearbeitet. Dann haben wir schon die, unten die Ecke fast weg. Ich glaube, da haben wir Bayern bis auf Würzburg weg. Und Würzburg kommt mal in der nächsten Episode. Dann geht es, wie gesagt, dann wahrscheinlich auch nach Frankfurt. Dann geht's Hälfte. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Ich werde doch nicht verfolgt. Ich fahre trotzdem so schnell. Was haben wir denn noch?
halbe Tank. So, also ich glaube, bis Ringsburg bekommen wir noch. Und dann werden wir sowieso wieder hier starten in Nürnberg. Also, wie gesagt, dann in der nächsten. Im nächsten Völkchen wahrscheinlich dann. Oh, Hilfe. Naja, passt schon. Das passt schon hier. Ankunft 3.19 Uhr. Das halte ich für ein Gerücht. Wir haben 17 Uhr. Einmal nach Regensburg. Jetzt müssen wir ja rüber nach München, also die Autobahnrichtung. So ein Raudi. Ja, ne? Schlimm mit den Leuten da. Ja, wie gesagt, ich kann es nur mehrmals wiederholen, dass es halt extrem auffällt, dass kein Leben auf der Straße ist, also in der Stadt ist. Gerade wenn du die Großschilder anguckst, es sind keine Leute auf der Straße. Wie gesagt, für unsere Passagiere, die auch teilweise noch irgendwie extrem gleich aussehen. Prag. Prag haben wir schon gehabt vor zwei Folgen, drei Folgen. Jetzt war Prag schon abgefahren. Also nach Budweis-Sit. Ich glaube vor zwei Folgen waren es. So, Berlin, Dresden, Leipzig, das ist schon irgendwo sind. Ne, ist gar nicht mal in so Richtung. Noch 160 Kilometer bis. Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Oh, Alter. Du hast ja den gleichnamigen Film ein paar Mal durch die Nase gezogen. So, 150 noch. Es wird. Jetzt 80? Das war jetzt die 80, sind wir in Tschechien? Ja, Alter, hey, es war 80, Millimeter 100, und irgendwie gehen wir wieder runter bei 80. Nein, lass mich in Ruhe, gib Gas. Hier ist 100. Deine Mutter ist ein Düsenjet. Und zwar jetzt die 80. Bei mir ist das scheißegal, ich knall hier trotzdem mit 100 durch, aber. Aber warum zur Hölle ist hier jetzt das 100? So, wie viel haben wir jetzt noch? 120, 127 Kilometer. Aber das ist klar. Ich Autofahrer, ich muss da noch unbedingt durch. Gut, ich glaube noch 110 jetzt bis. Was ist denn hier los?
Dave, verschwinde hinter mir. Mein Nagel ist angerissen. Ja, meine auch. Was ist denn hier los? Das ist so die Straße. Aber wir haben jetzt, das ist glaube ich das letzte Stück Autobahn. Jetzt, wo fahren wir denn auf die Autobahn jetzt? Also ich meine, klar. Ach, nur noch bis da hinten, okay? Jetzt kommt ein Rastplatz und dann fahren wir runter von der Autobahn. Wir sind auch schon unterwegs Richtung Regensburg. Also 100 Kilometer nur noch, liebe Leute. Und dann haben wir es auch geschafft. Dann sind wir nämlich auch fertig mit der Folge und mit der Route. Genau, hier ist der Rastplatz. 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 Radplatz. Platzrad. Nein. Guck mal hier, Dave. Moin, Chef. Pass auf, du ziehst mir bestimmt von so 2 Meter vor der Nase wieder rein. Ja, das ist mir so, aber. Ich Autofahrer, ich Taxifahrer, ich muss noch überholen. Und der nächste kommt jetzt auch noch mal, weil es kommt noch ein Taxi vorbei. Wie gesagt, ich warte eigentlich noch einer von euch, köpfe mir auch ein Folge. Wo die Nase hier fährt. Schon der nächste vorbei, also was ist denn hier los? Nur weil Dell hier die linke Spur nicht frei macht? Nee, Dell, ich gehöre nach links. Der nächste. Das ist Taxi am Marder hier, ne? Hinter mir ist schon wieder das nächste Taxi, also ich sitze links im Spiegel. Haben wir noch 75? Bis Regensburg, jetzt wird zwar eh runter, jetzt ist eh wurscht. Ja, und da lass so ein scheiß LKW, der meint, ich komme nicht aus dem Knick, ich brauche nicht. Der hier nicht aus dem Knick, aber der Dell zieht alles an und fährt sich nach rechts. Oh, Alter. Oh, meine Fresse, ey, ihr habt aber auch echt. Ist mir scheißegal, dass ich jetzt beim Stadtstreifen fahre. Soll ich meinen LKW jetzt aufhalten hier? 70 Kilometer vom Ziel, schon nach Hause. Mutti hat Druck, hab ich schon gesagt. Der Hessen steht auf dem Tisch. So, muss lang links. Ja. Doch grün. Ja, schon vorbei. Ach, das ist klar. Gut, jetzt kann ich hier ein bisschen. Jetzt geht es leider nicht weiter. Weil die 100 ist für die KI, dass ich auch die genau diese 100. Jawohl, da vorne der LKW, der könnte ich jetzt ein bisschen aufhalten. Der tut hier ja überholen. Der hält die auch mal kurz komplett auf. 50 Kilometer zum Feierabend heute. Und dann haben wir es durch. So, hier haben wir nochmal einen LKW. Haben wir denn noch 44 Kilometer? Ja, ist jetzt das letzte Stück Landstraße. Autobahn sind wir jetzt gar nicht mehr. Wie ist denn noch? Ja, sag ja, das ist jetzt hier noch das ganze Stück bis zu Regensburg. Und wie gesagt, Bayern und also die Ecke, die zog sich jetzt komplett mit Landstraße. Und wirklich einmal Autobahn gehabt Richtung Nürnberg und sonst nur Landstraße. Gut, Sinsheim und so die ganzen Ecke da, das ist alles natürlich nah beieinander gewesen. Ganz klar. Mmh.
So, Fummel war jetzt gerade mal. Oh, Alter, ich komme hier nicht an den LKW. Ach, reg mich doch am Arsch. Nee, ich komme hier nicht vorbei, ich hatte LKW. Jetzt. Jetzt. Oh oh. Komm ich da rüber? Jawohl. Aber auch so gerade. Mutti hat Druck, Papa will nach Hause. So. Wir fahren nochmal schnell tanken hier. Vergiss es! So, wie gesagt, ich fange den nochmal voll. Guck mal hier, die Mädels! Ja und? Ich war schneller, Alter, fange ich schneller. Säcker. So, einmal voll tanken hier. Wie gesagt, den LKW schon gerade nicht zu interessieren. Und ich war schneller, Alter, tanker als hier. Ich war Flixbus hier, ich hab Feierabend. Ich hab Mutti hat Druck. Aber voll. €606. So, macht er freiwillig weg oder soll ich euch schieben? Ich bin ein Bootsfahrer. Ist mir scheißegal. So. Liebe Leute, wir sind in Nürnberg. Und damit, in Regensburg natürlich. Und damit endet diese tolle, aufregende Jagd, Fahrt, wie auch immer, durch Baden-Württemberg und Bayern. Mit unserem Start in Salzburg in Österreich. Danke, dass ihr bei Flixbus wart. War nett mit euch. In der nächsten Episode geht es dann sehr wahrscheinlich von Nürnberg aus durch Hesse. Also sprich Frankfurt. Über Würzburg, so wie ich es richtig im Kopf habe. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Das war mein Fahrstil. So, da sind wir. Ihr könnt alle aussteigen. Ich habe euch eh alle satt. So. Könnt ihr den Scheiß mal rausnehmen oder muss ich euch den Mist in den Arsch schieben? Egal. Bleibt hier. Dann war's das. Einmal tanken, okay, klar. Pausenqualität fehlt.
vergessen. 22? Oh, ich hab dich gezählt, ne? Siehst du denn gehalten und? Sachschild 26, interessiert mich nicht. Radarkontrolle 6. Ich weiß nicht, wie viele Schritte haben wir jetzt gehabt? 7? 8? Ist doch schön. Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Die Geschwindigkeitslimits eingehalten. 75%. Ich weiß nicht, was ihr meint. 5 Vorstellungen mitgenommen. Ja, und? Auf der Straße gefallen. 97,1%. Ja. Mei! So, eine neue Route. Das wird dann die Nummer 12. Und die wird sich sehr wahrscheinlich von Nürnberg über Regens über Würzburg. Sonst muss ich nämlich gucken. Darmstadt. Aber hier. Mainz. Rüdesheim. Lodei. Koblenz. Wiesbaden. Frankfurt. Oder irgendwas in der Nähe, was ich mitnehmen kann? Nee, ne? Ich finde aber so wenig hier. So 4 Kilometer sind, aber gut, wahrscheinlich noch zieht sich eine Fürsten Erfurt weg. Nee, noch nicht mit. Kassel. Auch nicht. Bonn wahrscheinlich zu weit, ne? Ja. Nee, dann nennen wir dann in Frankfurt. Gut. Wie gesagt, in der nächsten Episode schließen wir Bayern und Rheinland-Pfalz und auch ja, Bayern-Pfalz und nehmen natürlich auch Darmstadt und Frankfurt dann mal mit. Da geht's über den Flughafen. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschauen würdet hier bei Let's Play Fernbus Simulator. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Morgen um 18 Uhr. Bis dahin. Und tschüss.